Shitoki sagt, das ist nicht genug. Die Schätze, die mein Bruder mir hinterlassen hat, sind in der Muschel. Die Muscheln sind überall. Es ist der Schatz meines Bruders, ich kann auch nicht gehen. Schatz? Der Priester war wütend, dass mein Bruder über das Nebelmeer hinausgegangen war. Er sagte, dass der Geist meines Bruders niemals zurückkehren würde. Aber mein Bruder sagte, da gibt es schöne Blumen und ein Meer von Perlen. Papa rudert auch dort und winkt zusammen mit unserer kleinen Schwester. Mein Bruder ließ seinen Schatz zurück und kehrte nie wieder zurück. Okay. Also ich habe hier so eine Muschel gefunden gerade. Das hat anscheinend den Geist ausgelöst. Hier in der Otake-Ebene zwischen diesen beiden Schiff-Wracks lag eine Muschel. Und anscheinend müssen wir jetzt Schatzkartenteile suchen, die in Muscheln versteckt sind. Okay. Das klingt ja echt einfach, aber gut, ich laufe gerade sowieso einmal zu Rumi hin und her auf der Suche nach weiteren Hinweisen. Im Shirikoro-Berg ist eine weitere dieser Muscheln und Schatzkartenfragment. Ah, okay, okay, ich dachte, der Geist kommt auch wieder. Perfekt. Die dritte Muschel müsste das, glaube ich, sein. Perfekt. Und die vierte und letzte Muschel müsste das jetzt sein. Toki, wir haben ihn gefunden. Ihn oder sie. Hier ist also der Schatz meines Bruders. Danke. Auch wenn ich nicht in der Lage sein werde, gemeinsam ins Land der Träume zu gehen, werde ich mich auf jeden Fall in ein gepunktetes Licht verwandeln und zurückkommen, um dich zu finden. Träumen Geister, die an fremden Orten umherwandern, auch. Ich habe keine Ahnung. Eine Schatzkarte haben wir bekommen. Cool. Darüber finden wir vielleicht was. So, da bin ich wieder. Überraschenderweise. Problem. Shitokis Quest war noch nicht hundertprozentig vollendet. Und zwar die Quest selbst schon, aber er hat uns ja eine Schatzkarte gegeben. Und mit dieser Schatzkarte, naja, kann man einen Schatz finden. Und mit können ist hier müssen gemeint. Denn man muss den Schatz finden, um es tatsächlich endgültig abzuschließen. Und die Schatzkarte verrät uns, dass der Schatz hier im Kana-Berg liegt. Genau. Irgendwie in diesem Wasser anscheinend. Also wahrscheinlich ganz unten, I guess. Oder auch kein Wasser? Never mind. Auf jeden Fall hier ungefähr. Oh ja. Wow, das war einfach. Alright. Ja, das war's anscheinend. Das müsste es gewesen sein. Okay. Na gut, dann hoffe ich mal, dass die Quest jetzt abgeschlossen ist. Beziehungsweise gibt es hier sogar noch ein Schriftstück von dem Bruder. Ein grober Papierstreifen aus Tierhaut mit zwei kleinen Menschen in der Mitte des Papiers, die sich an den Händen halten und glücklich lächeln. Im indigo-blauen Himmel gibt es keinen Nebel, nur ein leuchtendes Boot, in dem Papa und Schwester sitzen und fröhlich dem Boden zu winken. Also noch eine kleine traurige Notiz.